Die Siegerehrung für mich persönlich ist bei einem Wettkampf eigentlich der schönste Teil. Es zeigt einfach, wenn man viel trainiert hat, also man wird einfach belohnt für die viele Anstrengungen, die man in den letzten Monaten hatte. Und ich persönlich stehe gerne auf dem Treppchen und ich denke, es geht einfach jedem so, jedem Sportler. Egal wie oft ich in Rennen schon durchgegangen bin, egal wie oft ich schon in einem Boot saß, ich bin eigentlich immer nervös. Das geht eigentlich so weit, dass ich sogar am Startschuh teilweise richtig zitter. Aber sobald der Startschuh unten ist und ich die ersten kräftigen Schläge mache, ist das verschwunden. Ich gebe alles. So lange, bis ich wirklich Tunnelblick habe und mir alles schwarz vor Augen wird. Und dann freue ich mich immer, wenn es zum Schluss dann gereicht hat. Persönlich bin ich jetzt sehr glücklich darüber, dass es geklappt hat. Und auf Rio freue ich mich einfach, was meine ersten Olympischen Spiele sind, einfach dieses Flair mitzukriegen. Und dabei sein ist alles, sagt man zwar immer, aber wenn natürlich eine Medaille bei rausspringt, wäre es noch besser. Aber wir fahren hin, geben alles und schauen, was bei rumkommt.